So, ich habe ihn jetzt mal ausgeschaltet und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Wir machen heute weiter. Ach Gott, Pokémon Schwert. Pokémon Let's Go Peak Evoli, Entschuldigung. Und wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil. Und zwar heute geht's in die Arena von Mamoya City. Das ist sie, liebe Leute, die Gestaltsarena von Rocco. Howdy, können wir jetzt in der Arena kämpfen? Hä? Ich bin zwar selbst kein Pokémon-Trainer, aber ich kann beurteilen, ob jemand das Zeug dazu hat, den Arena-Tag zu besiegen. Also, pass auf. In der Arena von Mamoya City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du dir einen Vorteil gegenüber den Gesteins-Pokémon verschaffen kannst, die der hiesige Arena-Leiter in den Kampf schickt. Aber um Anfänger wird dich nicht zu überfordern, setzen wir nur zwei davon voraus, und zwar Pflanzen und Wasser-Pokémon. Wenn du gegen den Arena-Leiter antreten willst, musst du mir entweder ein Pokémon vom Typ Wasser oder vom Typ Pflanze zeigen. Du hast oder keins. Ja. Okay. Also müssen wir jetzt tatsächlich unser Knofenser nochmal ins Ziel. Hab ich die alle schon wieder dabei? Lange nicht da. Es ist. Ich hab's ja rausgenommen eigentlich. Wer haben sie eigentlich nicht drin? So, egal. Ich muss mein Thema kurz ändern. Ich muss mal mein Knofenser wieder mit reinnehmen. Oh, ich brauch Knofenser nicht. Nicht das Wieso haben einfach mit davor. So. Okay, der will ja. So, jetzt gucken wir mal, das war der erste mit rein. Ja, toll! Endlich hast du Pflanzen-Pokémon. Mit diesem Pokémon darfst du dich an der Arena von Mamoya City versuchen. Mehr reicht passiert und lass dich nicht unterkriegen. Zukünftiger Champ. So, oh, das heißt, ich kann wieder mein Team ändern. Warum auch die Alte schon wieder die ganze Zeit rumrennt? Weiß ich nicht. So, aus dem Team entfernen. Ich lasse Nidoran vorne ran. Ja, ist auch dran. Okay, perfekt. Und wir kämpfen den ersten Arena-Leiter. Wir kommen in der Arena von Mamoya City. Du wirst hier Trainer begegnen, die etwas zäher sind als deine bisherigen Gegner. Mhm. Oh, ey, ich hab dir doch ausgeschaltet, den Kurvenmodus. Warum jetzt auf einmal doch? Ah, Mann. Ich will die Olle nicht mit dem Müll dabei haben. Die gehen mir auf eine Nüsse. Ja, dann machen wir es halt wieder rein, ey. Da müssen wir es tatsächlich jetzt für die heutige Folge dazu machen. Ich muss es dann auf jeden Fall rausnehmen. Weil es nervt. Es nervt wirklich, dass ich das nicht als Kurvenmodus dabei habe. Das hätten sie ruhig rauslassen können. So, okay, dann müssen wir es halt so machen. Dann gehen wir auf Routenschlag. Aber erstmal auf Doppelkick und dann Routenschlag. Pikachu. Jetzt habe ich ihn ausgeschaltet. Dachte mir, ja, du hast ihn raus, aber dann. Ja, der ist wieder doch drin. Also ich finde ihn nervig. Ich finde ihn wirklich nervig, diesen Kombo-Modus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum, ob ich ihn nicht einfach ausschalten kann. Nicht überleben, ja. Ne, kann er nicht. Okay, er hat nicht überlebt. Kann ich auch down? So. Ja, du bist also nicht zuerst mit alle mit dem bisherigen Gegner. Kannst du nicht gehen, bitte? Stehen geblieben. Es dauert noch Lichtjahre, bis ein Kind, wie du gegen Rocco antreten kannst. Ja, und dabei ist Lichtjahre nicht mal eine Zeitangabe. Auch wenn es Jahre heißt, ist es keine Zeitangabe. Es ist eine Streckenangabe. So, auf jeden Fall der Kämpfer Georg. Der möchte mit einem weiteren Kleinschein dabei sein. Und wir bleiben mit unserer Combo dabei. Das ist ärgerlich. Mich nervt dieser Kurvenmodus. Mich nervt dieser Kurvenmodus wirklich. Weil du den aus Versehen immer einschaltest und dann. Ja, nee, das geht nicht. So, erstmal nochmal weiter Doppelkick. Kein Volltreffer, ne? Tja, okay. So, was machst du jetzt?
Dann finde ich das Spiel einfach viel zu einfach, wenn du gegen, mit zwei Pokémon regelmäßig gegen einen antreten kannst. So, Kleidschein ist jetzt mal down, das ist wichtig. Und Level 10 für Nidoran. Und die Verteidigung steigt bis 1. Pikachu geht auch hoch auf Level 5. Genau, Lichtfahren ein bisschen in Entfernung. Und zwar, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. So, okay. Und dann nochmal zum nächsten Trainer. Und das heißt, wir gehen rein in den Arena-Kampf gegen Rocco. Oh, ein neuer Herausforderer. Ich bin Rocco, der Arena-Leiter von Memoria City. In meinem Pokémon spiegelt sich meine felsenfeste Entschlossenheit wieder. Dank ihrer steinharten Verteidigung geben sie niemals klein bei. Wenn du dir jetzt schon sicher denken kannst, setze ich im Kampf voll auf Gestalts-Pokémon. Bei ihnen wird dein Team voll auf Granit beißen. Aber ich sehe schon, dass du dich davor nicht einschüchtern lässt. Ein echter Pokémon-Trainer schreckt eben vor keine Herausforderung zurück, selbst wenn die Chancen auf den Sieg gleich null sind. Na schön, dann sag mal einfach, was du kannst. So, Arena Leiter Rocco fordert uns beide heraus. Fängt an mit einem Kleinschein. Ach, Mann, fühlt sich das Kopf drin ab. Die Olle geht mir ein bisschen auf den Piss mit dem Arschmann. Ich weiß nicht, wie ich ihn ausschalten kann. Keine Ahnung. So, jedenfalls fangen wir an mit Doppelkick. Ja, oh, wir fangen mit dem Rutenschlag an. Level 11 ist das Pokémon. Mal deine Verteidigung senken. Du bist aber. Ne, was mit Technik-Gegenstelle? Ja, gut, er greift mal Nidoran an, das ist mir schon klar. Aber du hast jetzt eine Verteidigung, die gesenkt ist. Gucken, ob ich es hinkriege. Na, nicht ganz. Hier ein Doppelkick drauf und du gehst mit dem Beutel. Und haltst das Nidoran. Oh, ich will es klatschen. So, erste Pokémon von ihm ist down, das zweite dürfte dann das Onix sein. Doppelkick und roten Schlag. Doppel. Ah, das ist doch Pikachu. Okay. Komm jetzt. Paralyse. Scheiße. Ach komm, es gibt keine Fähigkeiten, ne? Ah, ich steh ja. So, jetzt können wir da, natürlich doppelt drauf gehen. Ich jetzt 4 Stück pro Runde. Jetzt kommt noch ein, okay. Ja, Nidoran. Ja, scheiße, Nidoran ist zurückgeschickt. Eigentlich hätte er jetzt 4 Stück gekriegt von mir. So, und damit ist auch das Onix down. Und damit haben wir unseren ersten Orden und zwar den Felsorden gewonnen. Level 11 für Nidoran. Und fast Level 12 für Evoli, aber scheinbar dann doch nicht. Und Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, überreiche ich dir übrigens den Felsorden. Mit dem Felsorden gehorchen dir alle per Tausch einen Pokémon bis Level 20. Und das gehört auch noch dir. Und zwar die TM01 Kopfnuss. Mit einer TM kannst du einen Pokémon auf der Stelle, die darin enthaltene Attacke beibringen. Und du kannst TMs beliebig oft verwenden. TMs enthält übrigens die Attacke Kopfnuss. Dabei fügt der Anwender dem Kampf mit. Dafür fügt der Anwender dem Gegner mit einem steinharten Kopf Schaden zu.
Jo, dann haben wir das auch erledigt und wir bringen das, wenn es möglich ist, unserem Nidoran bei. TM-Box. Ja, kann er lernen. Sehr geil. Welche Attacke soll rausgenommen werden? Silberblick nehme ich dafür raus. So, dann haben wir das auch. So, Pikachu ist klar, ist. Ich finde schon richtig viel. Gerne bewegen. Ich will das Pokémon nochmal vorne ziehen. Damit es auch ein bisschen gelevelt bekommt. Level bekommt. So. Hey, du da! Du bist doch dieser Kev, oder? Ah, Gary, geil. Woher weißt du das? Ja, Opa hat mir eben eine ziemlich gute Beschreibung von dir gegeben. Mein Name ist übrigens Blau. Professor, ich bin Opa und er hat mir gefischert, dass Vertreter aus meinem Heimatdorf allerweise zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort nach dem Rechten sehen. Großartig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest vor deinem ersten Arena-Kampf ein paar Tipps von einem Profi wie mir vertragen. Ja, falsch gedacht. Das aussieht, hast du den Arena schon ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt. Und nimm das hier mal noch dazu. Fünf Superbälle. Die Dinger sind super. Die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle. Aber was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat es Opa also wirklich geschafft. Er hat dich verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit dem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn Opa bei seiner Forschung unter die Arme greifen würdest. Also dann, man richtig. Bis dann. So, wir haben den Arena-Leiter besiegt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das jetzt so fix geht. Gut, es war jetzt mit dem Koop-Trainer relativ simpel. Was ich jetzt natürlich mich ein bisschen nerve. Dementsprechend werde ich jetzt gleich das Spiel neu starten, damit ich diesen Koop-Trainer mal rausgenommen bekomme. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Weil mich nervt es und ich kann es irgendwie nicht abstellen. Es muss eigentlich möglich sein, den Trainer rauszunehmen oder nicht. Ja, gut, wir haben unsere Pokémon vorne drauf. Das nächste geht weiter jetzt mit Route 3 in Richtung Mondberg. Das wird der nächste Teil sein, den wir uns dann morgen um 18 Uhr angucken. Ja, tausch du mal wieder auf. Ist egal. So, dann sind wir ja durch, wie gesagt, mit Memorial City. Wir haben uns alles angeguckt. Alle Leute bequatscht. Jo. Und dann haben wir noch einen kleinen Knallsklopsi. Oh, das ist ja Felsorn. Das ist ja von Rocco bekommen, oder? Übrigens, wenn du mir Ordnung hast, desto größer ist deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist so ein Pokémon-Supermarkt. Aber das wusste ich ja schon, bestimmt schon. Es gibt immerhin fast jeder Stadt ein. Jo. Gut. Nächster Teil ist Route 3 und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bei Let's Play Pokémon. Nein, nicht Schwert, nicht Schild, sondern Pokémon Let's Go. Evoli. Bis dann. Tschüss.